Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 22, die Danny spielt das. Wir stehen hier mit unserem ICE im Dresden Hauptbahnhof und ja, dies ist nicht ein ICE, sondern das werde ich euch gleich zeigen. Dies ist der neue ICE von 3D-Zug, der sogenannte 3D-Zug Intercity Mod, der gestern rauskam als DLC und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so von außen sieht er erstmal soweit ganz gut aus, wenn sich die Wagen mal so anschaut. Also ganz normale Intercity-Wagen, so wie es halt ist. Und wenn wir uns dann gleich auch mal ganz schön von innen ansehen. Ich habe jetzt extra schnelles Spiel genommen, weil wir da einfach keinen Zeitdruck haben und ich euch die Wagen ganz in Ruhe präsentieren kann. So, hinten dran natürlich mit Steuerwagen, ist klar. So sieht er also von hinten aus. Typischer Steuerwagen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hinein. So, hier ist also, so sieht es hier drin aus. Das ist voll begehbar. Das heißt, wir werden uns hier mal ein wenig umsehen. So, hier ist also ganz vorne an der Lok. So, dann steht man hier an der ersten Ausgangstür bzw. Fenster ist das. Das ist ja keine Tür. Hier ist die Tür. Da rechts, hier ist ein Fenster. Und dann ist hier die Abteile, wo man dann durchgeht. Ich würde mal sagen, das ist erste Klasse. So, genau, jetzt sind wir nämlich hier in der ersten Klasse. Hier die Abteile. Wunderschön gemacht. Wunderschön. Und dann weitergeht, sieht man sich hier so durch die Abteile, sitzt dann hier in so einem Abteil drin. So wie es halt auch ist in der Realität. Hier der schöne Tisch. Dann hat man da die Heizung einzustellen. Hier ungefähr hat man dann die Steckdosen zum Mobiltelefon aufladen und so weiter. Da oben dann die Gepäckablage mit Lichtfunktion selbstverständlich. Wie man sieht, Haken für die Jacken und so weiter und so fort. So, wenn wir dann weitergehen, sind wir wieder auf dem Abteil, beziehungsweise auf dem Gang. Das wiederholt sich dann hier. Da hat sich jetzt nicht so viel getan. Können wir gleich weitergehen. Ja. Hier nochmal das Abteil. So, hier sind wir dann. Aus den Abteilen raus kommt dann der Großraumabteil gleich, bevor man hier noch ja, in so einem Zwischengang ist. Hier ist zum Beispiel auch eine Tür, wunderbar. Da sind irgendwelche Knöpfe zum Einstellen für den Zugchef. Fragt mich jetzt bitte nicht, was das jetzt für eine Bedientafel ist. Da habe ich jetzt leider keine Ahnung von. Ich hoffe, ihr verzeiht das. So, hier hat man dann auch noch irgend so ein Pult oder so eine Schalttafel. Jetzt fast sagen, ist das das Klo? Nein, aber ich würde mal sagen, das ist für den Zugchef die Tür, der Raum. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. So, hier. Ja, hier sind wir am stillen Örtchen angekommen, würde ich sagen. Wie man sieht. Ich glaube, das gab es auch noch nie, dass man wirklich jetzt ins Klo rein konnte. Ja, eng, aber es erfüllt seinen Zweck. Waschbecken. Und dann diese verschiedenen Touch-Schalter. Da zum Abziehen. Und das wird ja wohl ein Fenster sein. So. Na gut, dann war das jetzt nicht für den Zugchef, dann war das Klo. Okay, alles klar. Immer weiter. Ja, hier sind wir wieder vorne an der Zuglok. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Lok. Und
öffne mal die Türen. Hören uns das mal an, wie sich das anhört, wenn die zugehen. Da würde ich sagen, machen wir uns gleich mal auf den Weg und fahren mal eine Runde, wie sie sich da anhören. Wie gesagt, das Ganze ist der 3D-Zug Intercity Mod. Seit gestern draußen für 29,95 Euro. Okay, schade, ich hätte gedacht, da ist noch ein Ton dabei beim Zugehen, aber das haben sie sich an dieser Stelle wohl gespart. Gut, dann würde ich sagen, wir sind soweit abfahrbereit. Warum ich vorne den Panther gehoben habe, weiß ich nicht. Okay, lassen wir das. Dann würde ich sagen, auf geht's. Lösen die Bremsen. Und würde mal aufschalten. Ach nee, ich muss ja, haha, genau, da war ja dieses ominöse Türverriegeln, genau, aber jetzt. Ja, so hören sie sich eigentlich auch in der Realität an. Sehr, sehr schön. Also sehr schön, sehr detailreich und ja, Weichengeräusche sind auch da. Wunderbar. Doch. Sehr schön. So, wir werden mal ein bisschen beschleunigen und dann werden wir auch gleich mal ein bisschen eine Bremsung durchführen, wie sich das anhört. So, machen wir mal ein bisschen beschleunigen hier.
Ja, ich finde, hört sich gut an. Sehr, sehr schön. So, und ein wenig beschleunigen und dann werden wir gleich mal bremsen. So, ich würde mal sagen, bremsen einfach mal. Ja, doch, die Bremsen hören sich auch toll an. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Steuerwagen wieder, weil den möchte ich natürlich auch testen. Und ja, bleibt einfach dabei. Ja, herzlich willkommen zurück im Steuerwagen von dem neuen Intercity Mod von 3D-Zug. Ja, ich würde sagen, ich rüste hier erstmal in aller schöner Manier auf. Wobei, der ist, glaube ich, schon aufgerüstet, soweit ich das überblicken kann. Hier auch noch Licht einschalten. Ja, die Spitzenlicht. Was ist das? So wollen wir es doch haben. Das kann man leider nicht, oder? Nee. Wir öffnen mal die Türen. Schauen uns mal das Spitzenlicht an. Das ist soweit vorhanden. Wunderbar. Ja, ihr seht, das ist, wie gesagt, immer noch der seit gestern erhältliche Intercity Mod von 3D-Zug. Das hier mal anders. So. Berlin Ostbahnhof, Hannover, Stuttgart, Tübingen. So. BPMM BDZF. So. Also hier seht ihr auch die Beschriftung auch, die ist sehr detailreich. DB Fernverkehrs AG. Doch, gefällt mir. Da steht WC, das ist dann wahrscheinlich der SWC. Ne, das ist eigentlich. Na egal. Vielleicht wird das da hingeleitet vom WC. Kommt dann da raus. So, Türen sind mittlerweile geschlossen. Dann würde ich sagen. Lass uns nicht allzu viel Zeit verlieren. Wobei, gucken wir uns mal eben die Wagen hier an.
Wagen 2, ist das jetzt erste Klasse oder? Ne, ist zweite Klasse. Auch zweite Klasse. Erste Klasse dürfte dann vorne an der Lok sein. Wagen ist 11 bis 78. Ist das durchnummeriert? Das würde mich jetzt interessieren. 11 bis 78. 11 bis 78. Das wäre jetzt blöde, wenn das die ganze Zeit so bliebe. 11 bis 78. Ja, das ist ein bisschen blöd. Dass es mit den Plätzen hier so nicht durchnummeriert ist. 78 wird sich wahrscheinlich fortsetzen bis vorne hin. Aber ich hoffe ja, dass wenigstens vorne dann erste Klasse angegeben ist. Das mit den Plätzen, das bleibt so, das kann ja nicht sein. Hier ist dann erste Klasse. Gut, das ist wenigstens etwas. Erste Klasse. Ah, die Plätze sind ja auch anders. 22 bis 56. So, so. Und hier ist dann noch 11 bis 78. Ändert sich das hier auch? Hier ist auch kein Zugzielanzeiger mehr. 22 bis 56. 81 bis 106. Ja, das ändert sich hier wenigstens. Hier ist wieder ein Zugzielanzeiger. Der Wagen fährt wohl ganz anders hin. Dortmund Hauptbahnhof, Köln Innenstadt und Oberstdorf. Aha. So, so. Ja gut, nichtsdestotrotz wollen wir uns mal die Funktion vom Steuerwagen ansehen. Wie das so ist, wenn wir abfahren, die ganzen Geräusche natürlich von innen. Dazu, wir lösen die Bremsen. Ah ja, so wird das also aufgeschalten. Wunderschön. Auch nicht schlecht. Das gab es ja bisher nur bei der 111. Dass man hier so praktisch auf Abfahrt drücken musste, damit wir überhaupt in Bewegung kommen. Das kenne ich bisher nur von der 111. Das haben sie jetzt natürlich sehr gut umgesetzt hier. So, wir dürfen 40. Oh, das. Ein bisschen zurück hier. Wären wir zu schnell. Sehr schönes, ruhiges Fahren. Also es ist wirklich, wie es sein muss, sehr, sehr ruhig im Steuerwagen. Man hört allenfalls Weichengeräusche, Schienengeräusche, aber ansonsten ist das richtig schön ruhig. Gefällt mir. Hat man sonst noch so für Funktionen? Na gut, das wird Zusatzbremse, ist klar. ZS kann man einschalten. Aha. Das wird der Stromabnehmer, der PZB wachsam. Das ist Stromabnehmer und Hauptschalter. Das ist anscheinend nicht animierbar. Oder animiert der auch nicht. Der PZB-Befehl. So, dann geht's weiter. Was haben wir hier für Knöpfe? Die sind anscheinend auch alle nicht animiert. Hier ist auch nichts animiert. Das auch nicht. So, das wird der Scheibenwischer sein, genau. Da ist die Notbremse. Was haben wir hier noch? Auch nichts animiert. So, so. So, wir dürfen 80. Also man darf die nicht so halten. Also doch. Aber man muss den immer wieder schnappen lassen, damit der überhaupt ausschaltet. Man darf die nicht halten, den Schalter. Ist ein bisschen umständlich gemacht, muss ich sagen. Aber alles in allem ein sehr schöner Steuerwagen. Ein paar kleine Details könnten vielleicht etwas benutzerfreundlicher umgesetzt werden, ist meine Meinung. Aber von der Aufmachung, von den Details her und von der Beschriftung her und so, sehr, sehr schön. Was ich auch schön finde, ist, dass der so schön ruhig ist. Bis auf dieses Klimaanlagenbrummen wird das wohl sein. Aber ansonsten ist das ein sehr, sehr schöner Steuerwagen.
ich sagen. Das Ganze ist ein kleines Foto wert. Wunderschön. Wunderschön. So, und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Werdet ihr euch diesen 3D-Zug Steuerwagen zulegen? Habt ihr darauf gewartet? Wie gesagt, ist voll begehbar. Kostet, wie gesagt, 29,95 bei 3D-Zug. Ist seit gestern erhältlich. Die Vorteile habe ich gerade aufgenannt. Er ist sehr ruhig von innen. Das ist schon mal sehr gut für uns Let's Player, weil da brauchen wir nicht so zu schreien. Er gefällt mir von der Aufmachung sehr schön. Er gefällt mir von Beschriftung sehr schön. Das hier mit dem Fahrschalter ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich muss man immer erst auf Abgehen. Ja, und dann geht er halt auf. Und schaltet dann immer ein wenig auf. Also ihr seht, er beschleunigt ja. Also die 120 hinten dran. Könnt ihr das auch noch mal eben sehen. Es ist natürlich DTG BR 120, aber es geht ja hier vorrangig um den Intercity an sich und nicht um die schiebende Lok. Von daher. Also ich, wie gesagt, ich finde den sehr, sehr schön. Ich könnte jetzt gleich nochmal einen Bremstest machen. Und was auch bei dem Kauf dabei ist, sind Szenarien für die Strecke Frankfurt-Koblenz dabei. Mit diesem neuen Intercity-Mod. Also die sind direkt mit in dem Kauf enthalten, was ich eine sehr, sehr schöne Sache finde. Und da muss ich ehrlich sagen, für 29,95 ist das noch ertragbar. Weil man darf ja nicht vergessen, was da für eine Arbeit hinter steckt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Bremstest. Wie das so funktioniert. Wie sich das von innen anhört und von außen. Also ihr hört von außen, von innen hört man nichts. Das ist wunderbar. Das ist richtig schön ruhig. Wunderbar. So, dann machen wir noch ein kleines Foto, wenn wir hier gerade so schön stehen. Ah, bleib ruhig. So, also, mich würde interessieren, ob ihr euch dieses DLC bei 3D-Zug kauft für 29,95. Es ist, wie gesagt, der neu erhältliche 3D-Zug Intercity-Mod. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ihn jetzt ein wenig kennenlernen. Ich habe ihn euch vorgestellt und vielleicht kauft ihr ihn euch, vielleicht auch nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, es würde mich interessieren. Es war mir, wie immer, ein Fest. Ich würde sagen, bis im nächsten Video. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer The Danish Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.